wohnte auch da oben in der Gegend, wo Sie wohnten. Und da habe ich die Ilse, die war mal hier, da haben wir den Flug bezahlt, damit sie nach hier kam. Da habe ich Ilse gesagt, wir haben dann eure Eltern hier, nachdem die doch auch bei Lebensmitteln und so eingeschränkt waren. Ja, sagte, da war ein Kriegskamerad aus dem Ersten Weltkrieg in Unterweißenborn. Und der hat ihnen an der Hintertür ab und zu mal nachts Milch, Butter, Brot hingestellt. Also diese Dinge hat es gegeben. Das ist mal nur ein Beispiel. Aber ich denke, da man Auch sich wenn so. da dieser Umzugswagen der Familie Nussbaum vor der Tür stand, tagelang, Ja, und sie, aber sie das hat ja haben. auch bedeutet, naja, da passiert schon was, aber Ja, keiner hat die da, konnten nicht weg. ist da Die konnten nicht. eingeschritten. Das ist dann. Ja, hat er es gemacht. Das gibt ja hier sogar so. Im Frühjahr 1939 erfuhr Herbert Nussbaum, dass Frontkämpfer aus den KZs entlassen würden. Er nahm den Militärpass seines Vaters und die im Ersten Weltkrieg erworbenen Auszeichnungen und ging zum Büro der Gestapo in Frankfurt-Main und bat um die Entlassungsanträge. Dann stimmt das doch so, aus dem KZ Buchenwald. Wenige Wochen später kam Louis Nussbaum nach Frankfurt zur Familie. Louis Nussbaum war 6 Monate. das war also quasi der Großvater, ne, von der Erika, oder? Das war der Großvater von der Miriam, der Urgroßvater von Erika, der Louis Nussbaum. Im Januar 40 kam das ersehnte Visum. Schwester Beate hatte 600 US-Dollar schicken müssen, senden müssen oder schicken müssen. Die Hälfte des Geldes hatte sie geliehen, damit die Schiffspassage a Person 200 US-Dollar gezahlt werden konnte. Die drei Nussbaums fuhren, das waren also die Eltern und der Herbert. Die anderen waren ja schon weg, ne? Die Geschwister. Die drei Nussbaums fuhren mit dem zweitletzten Dampfer, die SS, das hat ja mit SS nichts zu tun, Manhattan, über Genua, das war so ein Ausreiseort. Man musste nach Genua, um nach Argentinien in den USA zu kommen. Oder nach Lissabon. Über Genua mit Emigranten lassen konnten. Nach den USA. Mitte Februar 40, 12.2.40, kann man da, das hat er sogar noch,